Ja, das ist auch eine interessante, aber wie ich finde, auch sehr, sehr fragwürdige Arbeit. Tania Bruguera aus Havanna. Sie war eingeladen zu irgend so einem Kunstevent, was ja mittlerweile überall auf der Welt jederzeit permanent irgendwo was stattfindet. Das war in Murcia in Spanien. Das ist eine ehemalige Kirche, die aber schon seit langem als Kunstausstellungsort benutzt wird. Und sie war nie in ihrem Leben vorher in Murcia und ist, glaube ich, auch da nur einen Tag, wenn überhaupt, hingefahren. Und was sie gemacht hat, sie hat ein paar Eimer Farbe hingestellt und die Bürger von Murcia aufgefordert, die Wände zu bemalen mit revolutionären Propagandasprüchen und auch solchen Bildern, wie zum Beispiel hier, ne, sieht man ja da oben, da reißt den Arm rum und hat so ein Megafon in der Hand. Und also das finde ich sehr fragwürdig, weil sie macht selbst quasi gar nichts, ne? Sie selbst tritt eigentlich in den Generalstreik und lässt die anderen das machen und kidnappt quasi deren Arbeitskraft. Das ist eine Art von bolivaristischer Kunst, oder nicht? Bolivarismus. Bolivar. Ne? Also, ja, Bolivar. Simon Bolivar. Genau. Aha, das ist heute in Südamerika ganz aktuell, seit Hugo Chavez und so weiter. Ne? Was bedeutet das? Das ist die bolivaristische Revolution, ne? Das ist, dass Lateinamerika immer noch eine Zukunft hat. Also, das ist eigentlich ein idealistischer. Aber im Sozialismus. In einer Art von Sozialismus, nationale geprägt. Ja. Oder einfach diese, ne, diese Chaos, revolutionäre Chaos zu manifestieren. Ja. Unprogrammatisch, weiß ich nicht. Ja, also das macht natürlich zunächst mal irgendwie einen linken Eindruck. In jeder Bankkneipe in Deutschland gibt es sowas. Ne? Ja. Aber im Grunde genommen ist es irgendwie doch auch eine gewisse Verachtung für die Bevölkerung, wenn man sagt, Mensch, malt euch da mal ein paar Arbeiterfäuste an die Wand. Ja. Ich meine, die hat andere Sachen gemacht, die schon besser sind. Sie hat eine Kunstschule in Kuba, die sie seit, ich glaube, fast 10 Jahren geführt hat, wo man auch nichts weiter bezahlen muss. Ja, jetzt über engagierte Kunst, ne? Vielleicht ist das hier interessanter, ne? Ja. Naja, 2011 war ja das Jahr, wo diese Occupy Wall Street Bewegung begonnen hat. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch an einem Tag mal gesagt, ja, wir können ja doch auch mal Museum of Modern Art okkupieren, besetzen. Was dann aber nicht so richtig gelang. Und der Chef des MoMA, Glenn Lowry, kam auch raus und hat gesagt, ja, was wollt ihr denn überhaupt? Ja, sie wollten ein Gespräch führen, haben sie dann gesagt. Also das war doch irgendwie ein bisschen so blauäugig, fand ich. Und na gut, man sieht hier ja auch nicht viel. Aber ich denke, es ist interessanter, was daraus geworden ist. Ne? Da gehe ich nochmal kurz weiter. Ne? Da muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen weitergehen. Nämlich hier. Also der, ach nee, Moment, hier. Da haben wir nochmal eine andere Ansicht der Arbeit von Tania Bruguera, die aber selbst ja gar nicht daran mitgearbeitet hat, sondern das den anderen überlassen hat. Und um dem Ganzen eben so einen progressiven Anstrich zu geben, hat sie ja dann dieses Plakat dahin gehängt, Huelga General, 29 ist das, soll heißen 29. September. Da war tatsächlich in Spanien ein Aufruf zum Generalstreik erfolgt.
da hat sie sich quasi so angehängt. Und jetzt gibt es sogar schon ein Buch, ob es schon erschienen ist oder jetzt erscheint, weiß ich nicht genau. Strike Art, Gegenwartskunst und die Nach-Occupy-Bedingungen oder die Situation. Also da sieht man ja auch, wie sowas immer so schnell, wie man es sich früher kaum vorstellen konnte, vermarktet wird. Sofort gibt es ein Buch dazu. Sofort wird schon gesagt, Post-Occupy-Condition, obwohl diese Occupy-Bewegung sich mal gerade erst so im Sande verlaufen hat, sondern sich vielleicht sogar noch weiter erhält, wie man hier sieht. Noah Fischer, das war so einer der Hauptakteure, jedenfalls von künstlerischer Seite, hielt hier vor ungefähr 4 Wochen einen Vortrag in Cambridge, Massachusetts, und da bezeichnet er Occupy Museums bereits als eine Art Practice, also als eine Kunstform, die quasi etabliert ist. We will discuss how the practice of Occupy Museums helps to reclaim art's public value and how to balance strategy, aesthetics and collective work in a complete artistic practice. Er gibt sozusagen auch eine Art Rezept, wie man das machen muss. Mhm. Also eine Art Schulung. Ne? Ja. Und weil hier das schon an der Universität, ja. Ja. Weil das Guggenheim-Museum da zu sehen ist, kann man sich ja mal angucken, wie das dann wirklich aussieht. Das war am 1. Mai 2015, ist ja auch noch nicht so lange her. Dort haben die dann eben diese untere Halle des Guggenheim-Museums besetzt. Meet Women's Demands Now. Was soll das heißen? Im Grunde genommen ging es gar nicht hier um Guggenheim. Es ging auch nicht so sehr darum, jetzt ein Gespräch über die Museumspolitik oder so etwas zu führen, sondern um diesen, sagen wir mal, politischen Akt, der das hier sein sollte, zu rechtfertigen. Da haben sie letztendlich demonstriert für Arbeiter, die das Guggenheim-Museum in Abu Dhabi bauen. Mhm. Denen hatte man irgendwie Lohnkürzungen und irgendwie Verbot, sich zu organisieren und so weiter auferlegt. Und da standen eben die Leute mit diesen Plakaten draußen vor der Tür am Guggenheim. The right to organize, das war nicht das Recht dieser Leute, die da protestierten, sondern die protestierten eigentlich für andere. Und daran sieht man ja, dass es eigentlich, ja, sagen wir mal, nicht ganz so ernsthaft ist, wie wenn man sie für seine eigenen Rechte demonstriert. Mhm. Also diese Rechte der Arbeiter, die aus Bangladesch oder sonst wo in Abu Dhabi da für Guggenheim arbeiteten, die waren gewissermaßen die unfreiwilligen Verbündeten. Ne? Die hat man sich einfach ausgesucht, um so an die Arbeiterbewegung anschließen zu können. Und das halte ich doch für irgendwie sehr seltsam, dass man eben so tut, als ob man jetzt irgendwie an die Arbeiterbewegung, auch die Ästhetik ist so wie aus den 20er Jahren. Also aha. Generalstreik, 1. Mai, Kampftag der Arbeiterklasse und so. Was ja in gewisser Weise von den Leuten, die sowas machen. Aber ein bisschen von diesem vernetzten Internationalismus, ne? Dieser linke Internationalismus. Man ist besorgt mit dem Joghurt, der in New Zealand verkauft wird. Ja, das ist schon. Ja, und Urwald, die irgendwo verbrannt wird, aber nicht in der eigenen. In ihr eigenes Problem. Ne? Ja, die haben ja sicher ganz andere Probleme als. Ne? Also, die haben die Probleme, dass sie irgendwie als Computerspezialisten oder Kunststudenten oder Philosophieabsolventen, dass sie keinen Job haben oder so etwas. Ne? Aber es ist irgendwie seltsam, dass sie so eine Art Stellvertreter. Demonstrationen machen für andere Leute. Aha. Und das ist eben mehrfach zu beobachten,
Also Leute, die das MoMA besetzt haben, haben dann auch zum Beispiel demonstriert für Angestellte von Sotheby's, weil Sotheby's mit MoMA enge Verbindungen hat. Und da waren Leute irgendwie ausgesperrt worden bei einem Streik und für die haben sie dann demonstriert. Ne? Sehr seltsam.